Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute Tribes of Midgard Valhalla Saga. Tatsächlich nach langer Zeit mal wieder ein Let's Play auf meinem YouTube-Channel. Aber ich muss sagen, ich will dieses Game spielen. Ich kenne es schon. Oh, das sieht man auch tatsächlich hier gerade an meinem Konto-Level. Und ich muss sagen, ich feiere das Game hart. Es ist geil. Es gibt einmal den Überlebensmodus Geschichte, einmal den Saga-Modus Letztes Gefecht. Ich würde aber sagen, bevor wir den Saga-Modus spielen, ja, wir gehen einmal in den Überlebensmodus Geschichte rein. Natürlich Einzelspieler. Permadeath bleibt aus, denn wir wollen ja nicht sterben und neu anfangen auf einer neuen Insel. Wir wollen auf unserer Insel bleiben und weiterspielen. Und ich würde sagen, einfach mal jetzt das Spiel starten und wir lassen uns überraschen. Mach dich mit deiner Welt vertraut und baue an einem beliebten Ort, um mit den Erkunden anzufangen. Tribes of Midgard. Sah auf jeden Fall geil aus, das Video. Da kann man sich nicht drüber beschweren. So, vergiss nicht auf dem Reiter Belohnung. Das war zu schnell weg. Willkommen zurück in Midgard, Einherjahr. Ich bin A, die Heldin der ersten Welle von Valhalla. Die Götter haben mich vorausgeschickt, um diesen Spross von Yggdrasil zu beschützen und dafür zu sorgen, dass die Verstärkung für alles Bevorstehende bereit ist. Willst du wissen, was passieren wird? Ja, willst du? Ragnarök rückt näher. Wo rennen die hin? Tschüssi. Ich rede gern mit mir selber. Oh, was machen die da hinten? What the fuck? Okay, weiter im Text. Genau dafür haben wir trainiert. Monster aller Formen und Größen versuchen, sich ihren Weg zu den Göttern zu bahnen. Und zwar durch Midgard. Es liegt an uns, sie zurück in die Welt zu vertreiben, aus der sie gekrochen sind. Das Wichtigste zuerst. Du brauchst deine Universalschmiede. Eine wundersame kleine zwergische Erfindung, mit der du im Handumdrehen Stationen herstellen kannst. Du kannst sie über das Baumenü aufrufen und sie überall einsetzen. Damit lässt sich sogar deine Ausrüstung reparieren. Alter, was macht die denn? Das Herstellen von Gegenständen ist der Schlüssel, um stärker zu werden, damit du es mit zähren Gegnern aufnehmen kannst. Sammle Materialien, Baustationen, errichte ein Dorf und um Odins Willen stelle etwas Kleidung her. Valhalla hat dir nicht gut getan. Du kannst deine Quests im Heiligtum hinter mir einsehen. Es heißt, dass die Nornen die Kreaturen in diese Steine gemeißelt haben, die für die Auslösung von Ragnarök verantwortlich sind. Die Älteren machen wir sind die Älteren. Machen wir uns diese Vorzeichen für unser Schicksal zunutze, um unsere eigene Offensive zu planen und zuerst zuzuschlagen. Doch bevor wir uns zu der Höhle eines Älteren wagen, müssen wir die mächtigen Jötner-Eindringlinge besiegen, um zu verhindern, dass sie festsetzen. Um zu verhindern, dass sie sich festsetzen können. Meine Güte. Den Anfang sollten wir mit Jarnsaks, der Donnerjöten, machen. Finde sie auf dieser Insel und kehre anschließend zu mir zurück. Okay. Hört sich sehr interessant an, aber ich muss ganz kurz hier rein. Denn ich möchte auch was von der Musik hören.
Die müsste so eigentlich passen. Und wenn nicht, dann machen wir sie noch ein Stück lauter, würde ich sagen. So, genau. Was ich hier anhabe, nicht wundern, ist ein kosmetisches, ja, Set. Das hier ist das, was ich eigentlich anhabe. Ich werde das kosmetische Set später natürlich mal ausziehen, damit man meine richtige Rüstung sieht. Was ich, dieses kosmetische Set ist, ja, eine Walküre stellt das dar. So, genau. Die hat hier oben gekämpft, habe ich gesehen, und die haben was fallen gelassen. Das snacken wir uns doch. Die hat einen Baum kaputt gemacht. Rüstungswebstuhl. Leder. Die hat ja einfach einen Baum kaputt gemacht. Okay, mit Bild hoch, Bild runter kann man raus und reinzoomen. Das ist auf jeden Fall schon mal nice. Block, block, block. Was haben wir hier? Dotterblume. Feuerstein. Essen. Darf ich nicht sammeln. Map. Okay. Wir laufen erstmal. Laufen erstmal ein bisschen rum oder würde ich sagen, wir bauen hier. Ist halt hier ein bisschen weird, weil es hier überall nach oben und nach unten geht und das natürlich auch nicht gerade gut ist, wenn die Feinde von oben angreifen. Hasi! Tot. Okay. Materialien haben wir hier. Okay. Ja, kommt, wir gucken erstmal. Noch ein Hase. Mist. Was haben wir hier? Yggdrasil. Mit Ostereiern. Ostern ist doch längst vorbei. Schnellreiseschrein. Okay. Universalschmiede. Dahin. So. Herstellen. Benötigt Feuerstein. Werkzeugschmiede. Die werden wir tatsächlich als erstes benötigen. Können wir noch irgendwas bauen? Na, noch nicht wirklich. Das braucht Eisen, das braucht Leder und Fell. Nö. Okay, dann als erstes das hier. 1, 2, 3 lassen wir frei. Oder 2, wir lassen 2 frei. So, herstellen. Ich brauche Zweige. Da müssen wir mal gucken gehen. Ob man irgendwo ein paar Zweige finden. Hier mal das. Silbervorkommen. Ja gut. Ich muss sagen, die Musik in dem Spiel ist recht leise, trotz dass ich die volle Möhre aufgedreht habe. Das ist ein bisschen creepy. Was wollten wir jetzt suchen? Zweige, genau. Wir haben unser erstes Fell bekommen. Schön. Aber wo kriege ich Zweige her?
der Minimap sieht man oben, da ist ein neues Gebiet. Au, na warte. Da möchte ich ungern rein. Hier haben wir noch was. Das ist wieder Feuerstein. Ey, das will ich auch. Siehste? Ich kann das. Hier oben hatte ich gerade irgendwas gesehen. Hier. Zweige. Yay. Hier Feuerstein. Und jeder, der mich kennt, der weiß, ich nehme alles mit, was ich mitnehmen kann. Wieder Zweige, schön. Da sind noch mehr. Alter. Boah, geblockt. Odin ist mit mir. Noch mehr Zweige. Was ist denn das? Eisen. Okay, wir brauchen unbedingt einen Picker. Eine Picke und eine Axt. Hab ich so im Gefühl. Au, oh, voll in den Hintern. Habt ihr das gesehen? Der hat mir seinen Pfeil voll in den Hintern verpasst. Also. Warum macht man sowas? Boah, haben wir ein ganzes Stück schon aufgedeckt hier. Wir werden mal so langsam zurückgehen. Wenn ich über den Fluss komme. Oh Gott. Ah, okay, die sterben im Wasser. Schön. Ja, nicht mit mir gehen. Hier haben wir noch was? Da ist auch noch was? Und hier drüben haben wir wieder Wölfe. Oh, schön, 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 schön. Was ist denn? Moment. Stöcke mitnehmen. Da oben ist irgendwas. Essen, hoffentlich. Eisen. Hör doch auf, mich abzuschießen. Level 3 bin ich schon. Okay, wenn ich jetzt hier nach oben gehe, dann komme ich zu Hause an. Das ist schön. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Nehmen wir alles mit. Steinvorkommen. Okay. Herstellen. Wir wollten erstmal Werkzeuge herstellen, genau. Eine Picke. Das und das kann man auch herstellen. Eine Angel. Machen wir doch instant. Rüstungswebstuhl herstellen. Mahlzeiten herstellen. Das andere können wir alles noch nicht herstellen, wenn wir da Holz brauchen. Okay. Essen. Mach
machen wir dahin. Den machen wir dahin. Rüstung. Dies besitzen wir ja, das sieht man dann auch später. Ich werde nach der Aufnahme mal ins Menü zurückgehen und die Kosmetik ausschalten. Wollen wir mal gucken. Ernten. Okay, das ist nice. Geil, geil. Hier drüben geht es doch irgendwo hoch. Eschenbeere gab's. Okay, nice. Wo ging's denn hier hoch? Hä? Ach, hier! Wo ist denn das? Lichtenwald. Ja. Wir haben Eisen und Stein bekommen. Cool. Irgendwo da unten war das doch, ne? Aber jetzt können wir hier alles abgrasen. Oh, das wird ein Spaß werden. Hä, wo waren das? Ach, da unten auf dem Nachbarding. Oh. Ja, dann nehmen wir hier noch ein bisschen was mit, würde ich sagen. Ich muss sowieso gleich mal gucken, was ich alles im Inventar habe. Die Rüstung ist zu fett. Ich komme da nicht durch. Herstellen. Das haben wir, das haben wir. Waffenofen. Der ist natürlich auch wichtig. So. Was können wir noch herstellen? Rüstungswebstuhl, Hammer, Schildhalter geht noch nicht. Munitionsregal und Konstruktionswerkbank. Okay. Das machen wir dann. Stellen wir dahin. Und den stellen wir dahin. So, wir gucken mal. Herstellen. Lagerkiste. Ich muss Holz sammeln gehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch noch. Das geht ja hier recht zügig tatsächlich. Was? Ich habe irgendwas gerade bekommen. Holz, 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 Holz. Ach, das sind die Valhalla-EP, die ich bekomme. Hallo? So. Habe ich dich gefällt? Ja. Oh, es wird Nacht. Es wird... Was bist du? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hilfe. Ui, shit. Ey, die haben mich aber gerade sowas von runtergehittet. Was wollte ich jetzt herstellen? Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Hä? Eine Kiste, genau.
Und die Kiste. Wartet mal. Nein. Die Kiste hätte ich gerne hier. So. Mahlzeitenkessel dann dort. Und den Werkzeugschleifer hätte ich gerne dort. Hat nämlich einen Grund. Denn jetzt hat die Kiste auf alles Zugriff. Wir haben schon ein paar Pfeile. Hier haben wir noch nichts. Artefakte haben wir nichts. Okay. Reparieren. Ah, jetzt habe ich nur noch 500 Seelen. Scheiße. Gut. Ja, es ist Nacht. Nee, ist schon wieder Tag. Ah. Okay. Ich hätte gedacht, dass das hier irgendwie länger dauert. Oder weil Sommerzeit ist. Es wurde ja vorhin gesagt, dass der Sommer begonnen hat. Kann natürlich auch daran liegen. Was ist denn? Ach, das ist so ein Außenposten bestimmt. Ob ich den einnehmen kann? Wäre bestimmt geil. Attacke! Mit Axt und Schild! Das ist fallen gelassen worden. Ach, und was mir hier hinterher fliegt, das ist eine kleine Rabendrohne. Die habe ich irgendwie gratis... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, gratis dazu bekommen. Das ist mir noch ein bisschen zu heftig. Ey, die haben mich auch über die Hälfte runtergehauen. Das ist nicht schön. Warum machen die sowas? Hallo. Fafnir der Hexer. Du von mir. Oh. Artefakte. Verbrauchsgegenstände. Runen. Ich denke aber mal, die werden wir bestimmt noch alle bekommen im Spiel. Weil wir haben hier gerade auch eine gekriegt. Erhöht die Schwimmgeschwindigkeit. Wow. Gib mir lieber was, was Stärke gibt. Mir ist schon wieder so einer. Alter, hält der was aus. Oh, ein goldenes Horn. Mit den goldenen Hörnchen kann man übrigens Kosmetikgegenstände kaufen. Und Begleiter und andere Sachen. Und ich bin gleich down. Scheiße, ich muss zurück. Nein! Ja, kann ich auch. Uiuiuiuiui, lass mich in Ruhe. Au, scheiße.
Oh, Steine. Ob ich das Heil bis nach Hause schaffe? Alter. What the fuck? Oh. Ich werde wieder geheilt. Das ist schön. Waffen. Oh. Herstellen. Herstellen. Nice. Das ist Munition. Gibt es hier nicht sowas wie ein Schild? Halt, eine mobile Station zur Herstellung von Schild. Ich brauche schon wieder Eisen. Oh, toll. Na, das freut mich ja schon mal gar nicht. Aber wir haben jetzt Pfeil und Bogen. So war das, genau. Ja, das ist auch ein Kosmetikgegenstand. Ich muss die definitiv mal alle ausschalten. Die Kosmetikgegenstände. Denn die nerven ein bisschen. Leider nerven die ein bisschen. Boah, Silber. Her damit. Tümpelland. Schlange. Das war der Nachfahre Jörmungandas. Wer Jörmunganda nicht kennt, das ist die Weltenschlange von Midgard. Boah, der ist aber weggeflogen. Bringt das eigentlich was, wenn ich jetzt schon Silber forme? Weil gefühlt kann ich damit sowieso noch nichts machen. Oder doch? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich nehme einfach alles mit, was ich finde. Wenn es danach geht, bin ich schnutgeil. Lass nicht mein Feuerstein farmen. Was fällt denn den ein? Ah, hier gibt es aber ganz schön viel Loot im Sumpf. Geil. Vor allem die Grafik ist einfach richtig geil. Die erinnert mich total an Borderlands. Sag mal, was ist mit dir los? Lass dich nach Hel schicken. Wie gesagt, die Grafik erinnert total an Borderlands und da ist der Boss, zu dem wir müssen. Und irgendwie das Farmen, Aufbauen, besser werden, Bosse besiegen, das erinnert total an Valheim. Es ist, ja, es ist ein Survival-Game. Sowas feiere ich ja richtig hart. Was ist denn das? What the fuck, eine Bombe. Geil, da ist noch inne. Bombenattacke! So langsam habe ich den Dreh mit dem Ausweichen raus. Oh, da, stopp. Das macht er. Zeigt euch. Kiste. Ehrwürdiger Schatz Level 1. Donnerpfeil, Knochen, Seelen.
Nice, nice. Noch eine Bombe. Geil. Wie der geflogen ist. Oh, sorry, aber das sah gerade so geil aus. So, wir werden aber gleich zurückgehen. Mit einer ganz einfachen Methode. Denn ich möchte hier gerne noch ein bisschen was bauen. Also, ich denke mal, es wird in der nächsten Aufnahme sein. Falls man das gerade im Hintergrund gehört hat, tut mir leid. Es ist zwar gerade 5 Uhr in der Früh, aber die Krankenwagen fahren leider rund um die Uhr. Was heißt leider? Es ist gut, dass die rund um die Uhr fahren. Und die machen ja auch nur ihren Job. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ganz kurz zurück. Wir holen uns den Bifrost. Ne, Bifrost ist ja die Brücke. Das müsste... Was ist denn das? Der Bifrost-Teleporter? Keine Ahnung. Hier erstmal alles weg damit. Die Pfeile können auch erstmal weg, denn wir haben ein kleines Pfeilvorkommen, das unerschöpflich ist. Ansonsten haben wir nichts weiter. Komm, ganz ehrlich, die Rune brauche ich nicht. So. Bauen, 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 bauen. Schön, schön, schön. Genau. Erfordert Stationsstufe 2. G für Aufwerten. Knochen, Fell, Leder. Also das haben wir ja schon nochmal. Das leider noch nicht. Das müssen wir uns noch besorgen. Wärme aber dann bestimmt in der nächsten Aufnahme machen. Wenn euch Folge 1 bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst ganze Kommentare da. Mit dem Daumen nach oben zeigt ihr mir natürlich auch, dass ihr mehr sehen wollt. Und der ist vor allem sehr wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich werde auf jeden Fall noch weiter zocken, egal, ich zock definitiv weiter. Und jo, ich hoffe, wir sehen uns zur nächsten Folge. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.